Hallo zusammen. Wie stark muss ein Ladebooster sein? Wann brauche ich einen Ladebooster? Wie muss ich einen Ladebooster auslegen? Beziehungsweise wie stark muss er sein? Ich habe ein Video gemacht über einen Schaut-Ladebooster mit 8 Ampere. Und hinten dran war da ein Kühlschrank, so etwas Identisches wie das hier. Der zieht 1 Ampere. Das ist zu schwach. Ihr kriegt die Batterie nicht geladen. Wir nehmen jetzt an, ihr habt ein Boot oder einen Wohnwagen und so eine Batterie drin als Zusatzbatterie und so einen Kühlschrank. Dann braucht ihr 50 Ampere für diesen Kühlschrank im Tag. Das heißt, ich muss 50 Ampere in diese Batterie reinkriegen. Wenn ich so ein Ladebooster nehme von Schaut, der bringt 45 Ampere, dann muss ich eine Stunde Motoren, dass der Strombedarf im Tag gebraucht wird. Nehme ich diesen Ladebooster hier von WCS, verlinke ich euch sicher ein Video. Der bringt 30 Ampere, knappe 30 Ampere. Dann muss ich 1,5 Stunden den Motor laufen lassen, bis ich den Tagesbedarf von diesem Kühlschrank drin habe. Wenn ich ein Ladegerät nehme von uns für 120 Euro, das bringt 20 Ampere und ich will diesen Kühlschrank und meine sonstigen Verbraucher betreiben, dann muss ich 2,5 Stunden mit diesem Ladegerät die Batterie laden. Die 2,5 Stunden auf dem Campingplatz oder zu Hause eingesteckt, das ist kein Thema. Wenn ich die Batterie vollladen will, hier die 100 Ampere, dann muss ich 5 Stunden mit diesem Ladegerät laden. Auf dem Campingplatz kein Problem und so weiter. Habe ich jetzt aber zum Beispiel einen Absorberkühlschrank drin in meinem Wohnmobil, der läuft ja, wenn ich motore, auf 12 Volt. Gas lassen die einlaufen, ist an sich verboten, lasse ich jetzt die. Das ist ein anderes Thema. Dieser Absorberkühlschrank, der braucht 12 Ampere. Auf 12 Volt, wenn der Motor läuft. Das heißt, der Kühlschrank läuft, weil er bewegt wird, kühlt er nicht, aber ein anderes Thema beim Absorberkühlschrank. Ich habe sonst doch irgendwo einen Verbraucher laufen, der hier ab einer Versorgungsbatterie kommt. Also ziehe ich vielleicht 15 Ampere, wenn ich fahre. Wenn ich so einen WCS-Ladebooster drin habe, der bringt dann 30 Ampere. Ja, aber 15 laufen gerade wieder raus. Das heißt, wenn ich einen Tagesbedarf von 50 Ampere in die Batterie reinkriegen will und ich lade mit dem 30 Ampere Ladebooster, 15 gehen gerade weg, nur mit 15 Ampere, dann muss ich 3,5 Stunden fahren, dass ich die Leistung reinkriege. Mit diesem Schaut-Ladebooster, da kann ich dann auch die Leistung verstellen, wie viel das er laden soll, aber wir nehmen jetzt an, wir stellen ihn auf die maximale Leistung ein, dann bringt er 45 Ampere, da müssen die Kabel dann auch auf 45 Ampere ausgelegt sein. Ihr könnt also hier nicht mit einem 6 Quadrat oder einem 10 Quadrat fahren, da müsst ihr schon, ich sag mal, lieber ein 25 Quadrat Kabel bringen, hier ein 16 Quadrat Kabel von der ersten Batterie, also von der Starterbatterie, auf die Verbraucherbatterie. Und wichtig ist, der Ladebooster, ich sage immer, klebt den hier drauf oder auf die Seite, dann haben wir zwischen hier und hier kurze Kabel. Dann wichtig ist noch eine Sicherung dazwischen auf der Plusleitung und dann funktioniert das mit dieser Batterie.
Und so, wenn ich hier mit einem 16 oder wenigstens mit 10 Quadrat Kabel hier auf die Batterie fahre, 16 Quadrat, ist das vernünftig. Aber eben, wie stark muss der Ladebooster sein? Ich kann natürlich einen 90 Ampere Ladebooster reinmachen. Da habe ich schon ein Problem, dass diese Batterie zum Beispiel, diese 90 Ampere, ich kann mit 100 Ampere laden, aber es tut ihr nicht gut. Also hier sollte man nicht mehr als 50 Ampere laden. Also sicher eine Stunde fahren im Tag. Also ich brauche vom Ladebooster auf den Pluspol brauche ich eine Sicherung. Hier jetzt 30 Ampere, da könnte ich eine 50 Ampere reinmachen, das wäre okay. Eine 30 Ampere ist vielleicht ein bisschen knapp, könnte reichen. Aber eine 50 Ampere oder eine 40 Ampere Sicherung auf diese Zuleitung. Wir sind weggeschwanzt vom Thema, wie viel Strom oder wie stark muss der Ladebooster sein. Ihr habt den Kühlschrank. Ihr habt Dauerbetrieb. Wie viel Strom, wie viel Fahrzeit habt ihr? Kühlschrank, 30 Ampere, 40 Ampere, Innenverbraucher, Radio, Wasserbraucht. Ihr braucht mal einen Kaffee rauslassen, der braucht 3 Ampere. 3 Kaffee rauslassen brauchen 9 Ampere. Das heißt, ihr habt einen Tagesbedarf und den müsst ihr im Tagesbedarf reinbekommen. Wir haben jetzt auch den Katalog, da geben wir die Kühlschränke zum Beispiel nicht mehr an mit dem Stundenbedarf, sondern eine ganz normale Kühlbox. Wir haben hier geändert, das ist der neue Katalog, den verlinke ich euch natürlich. Wir haben hier den Verbrauch von 200, sagen wir 300 Wattstunden pro Tag, das durch 12, das sind dann 30 Ampere, die so eine Kühlbox pro Tag braucht. Also ich brauche hier draus 50 Ampere, 30 Ampere Ladebooster, 1,5 Stunden fahren, das geht. Wenn ich den 90 Ampere Ladebooster reinmache, dann müsst ihr die Lichtmaschine überwachen. Lichtmaschine überwachen heißt über Temperatur, weil wenn die permanent auf der Dauerleistung von 100, 200, 100, 150 Ampere läuft, werden die meisten Lichtmaschinen zu warm. Die sind nicht ausgelegt für die hohen Ströme. Dann, wenn ihr noch eine Passstraße fährt, kommt das zweite Thema dazu. Ihr habt keinen Fahrtwind, der die Lichtmaschine kühlt. Auf der Autobahn geht es wieder, aber 90 Ampere Ladebooster zu verbauen, da müsst ihr die Lichtmaschine überwachen. Entweder muss der Ladebooster das, zum Beispiel der große Ladebooster, der kommt von WCS, überwacht noch die Lichtmaschine. Bei diesem Schaut-Ladebooster nein. Also es gibt wenig Ladebooster, die die Lichtmaschine überwachen, weil ihr könnt da nicht dauernd Energie rausziehen. Hier verlinke ich euch das Video von diesem Ladebooster und hier oben den Kühlschrank hier, das ist ein Kühlschrank, der nicht komplett ist, der hat kein Eisfach und unten natürlich den Katalog April 2021 und ich wünsche euch einen schönen Tag.